Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es mal wieder einen schmackigen Motorvlog. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich mit dem Wort schmackig. Das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Aber seit langem gibt es mal wieder einen kleinen Motorvlog, denn ich habe mit euch ein bisschen was zu besprechen. Ich bin hier wieder in meiner City unterwegs. Es ist endlich mal wieder geiles Wetter, deswegen musste ich das Wetter wieder ausnutzen zum Fahren. Ich habe die Woche und letzte Woche viel Stress gehabt, das habe ich euch im letzten Video auch schon gesagt. Deswegen bin ich mal froh, ein bisschen Zeit für mich zu haben, ein bisschen Motorrad fahren zu können. Weil letzte Woche hat es bei uns nur gepisst und gewittert und so ein Scheiß. Und jetzt habe ich endlich mal wieder die Möglichkeit, mich aufs Bike zu setzen, um ein bisschen Motovlogs zu machen. Wo soll ich anfangen? Wo höre ich auf? Fangen wir mit einem coolen Thema an. Ihr wisst ja, die ganzen Videos, die ich jetzt auf YouTube produziert habe und hochgeladen habe, waren einfach just for fun, und ich habe sie dann hochgeladen, wenn ich Bock hatte und ich gedacht habe, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Video. Ich mache das ja alles just for fun und ich finde es halt richtig geil, dass ich ja vor kurzem Geld damit verdient habe. Das habe ich euch ja auch schon erzählt in einem Video. Mit dem Geld, was ich durch YouTube verdient habe, habe ich ja auch ein Video gemacht, wo ich mir eine Protektorenjacke gekauft habe. Und ich habe es jetzt auch schon an. Mega, mega geil. Also absolut geil für so ein Wetter, für kleine Spritztouren und so. Fahrschule vor mir. Muss man ein bisschen ruhiger fahren. Und ja, einfach ein Hoodie drüber. Und man fühlt sich einfach schon viel, viel sicherer. Das war jetzt das erste Thema. Also Protektorenjacke, erste Fahrt. Mega geil, mega bequem. Ich verlinke euch die gerne nochmal unten in der Videobeschreibung, weil für den Preis so eine Jacke absolut zu empfehlen. Und auch wenn ihr gerade kein Geld habt für eine Lederkombi oder so, kauft euch zumindest sowas und vielleicht so eine Motorradhose. Die sind echt nicht teuer und ihr seid einfach viel, viel besser geschützt. Zweites Thema, fahr bitte links, jawohl, zweites Thema, ihr wisst, ich habe ja Motocross-Helm und ich wollte eigentlich mein Motovlog-Setup, also GoPro und Mikrofon und sowas, an meinen Cross-Helm dran bauen, aber es gab da ein paar Probleme. Ich habe eigentlich auch schon ein Video darüber gedreht. Ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich es doch nicht hochladen werde bzw. weiterschneiden werde, weil es am Schluss dann irgendwie doch nicht geklappt hat. Junge, was ist denn hier schon wieder für ein Verkehr? Deswegen, ich habe mir jetzt vorgenommen, für Motovlogs ziehe ich meinen stinknormalen Integra-Helm an, den schwarzen, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und wenn ich keine Vlogs drehe bzw. irgendwelche GoPro-Aufnahmen machen will, dann ziehe ich einfach meinen Cross-Helm an. Finde ich einfach optisch geiler auf einer Supermoto, passt auch viel besser. Dann zum Thema Videoschneiden. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Waschanlage. Ich habe zwar um die Ecke von mir auch eine Waschanlage, aber dann wäre das Video auch wieder viel zu kurz. Deswegen kurzer Smalltalk mit euch. Videoschnitt. Junge, Thema Videoschnitt. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe meine ganzen Vlogs mit einem kostenlosen Programm geschnitten. Und das Schlimmste von allen war, ich habe bei den Aufnahmen von der GoPro, von meiner Kamera, von meiner zweiten Kamera, wenn ich die an meinen Laptop angeschlossen habe und ich wollte die Videodateien importieren und dann das Video schneiden, ich hatte so viel Lags und das hat mich so aufgeregt. Und jetzt habe ich mir vor gut zwei Wochen, nee, eine Woche ist es her, vor gut einer Woche habe ich mir jetzt endlich Final Cut Pro X gekauft. Und Junge, geht es ab. Ich kann flüssig schneiden, ohne Probleme, keine Lags. Color Grading bin ich zwar nicht der Profi, aber funktioniert auch ohne Probleme. Und es war zwar ein bisschen teuer, ich glaube, was habe ich gezahlt? 330 Euro. Es ist zwar viel Geld, es gibt ja die Alternative Premiere Pro.
und DaVinci Resolve oder so heißt es, das ist jetzt kostenlos. Aber Premiere Pro ist halt ein Abo-Modell und ich dachte mir, hey komm, jetzt spar dir mal ein bisschen was zusammen. Junge, die fahren wie Bescheuerte hier. Spar dir ein bisschen was zusammen und kauf dir das Programm. Ich besitze eben MacBook Pro und mit Final Cut ultra nice. Wirklich ultra nice. Habe ich gerade einen Kumpel getroffen. Muss ihn kurz besuchen. So, kurz mit zwei Kollegen geratscht. Wo war ich jetzt? Genau, Schnittprogramm. Also wie gesagt, ich habe jetzt Final Cut Pro X. Kann ich jedem empfehlen. Absolut geil, absolut top. Ohne Lags, ohne Probleme. Kann ich die Videos jetzt schneiden und ich kann endlich auch meine Drohnen-Shots ohne Lags schneiden und das war mir so wichtig, weil ich habe eine Drohne für 1000 Euro daheim, knapp 1000 Euro und ich konnte einfach keine Videos schneiden und das war so beschissen. Ich habe letztens das Video von Mowgli gesehen, also Mowgli aus dem Dschungel, das ist glaube ich so mit der bekannteste Motovlogger in Deutschland. Junge, macht der geile Videos. Der hat letztens ein Video rausgebracht mit Wenn ich du wäre und ich bin so abgekackt. Es ist einfach so ein geiles Wetter. Allein morgen ist Samstag und morgen soll es nochmal so werden, aber ab Sonntag soll es wieder pissen. Deswegen nutze ich natürlich die Chance, heute noch ein bisschen zu fahren. Fazit zu meinen Spiegeln, habe ich euch das eigentlich schon mal mitgeteilt? Ich glaube nicht. Also ich muss sagen, die sind schon optisch geil, hier unten, aber bei schnelleren Fahrten, ich sehe gar nichts mehr. Also ich könnte einfach, fahren wir da vorbei, ich könnte eigentlich glatt ohne Spiegel fahren. Da sehe ich genauso viel wie jetzt. Moment, ich versuche mal, euch das zu zeigen. Ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt zur Waschanlage, weil ihr werdet mich immer schlechter jetzt verstehen wegen dem Wind und ich melde mich dann einfach, wenn ich dort bin und dann putzen wir mal hier schön mein Baby. Also bis gleich, Leute. 2000 Jahre später. Willkommen auf dem Land. Nice. Was war das denn? Ist das ein Pocketbike? Ja, ich bin richtig. So. Boom. Jetzt wird das Baby erstmal gewaschen. So, was brauche ich jetzt hier? Bürste, Hochdruck. Ja, Schlüssel vielleicht raus. Geld. Ja, super. Ja, ich brauche 2 Euro. Nehmen wir mal das gute Stück. Was nehmen wir denn? Schaumbürste. Bist du wahnsinnig? Hochdruck. Super. Jetzt habe ich mir gerade alles über die Schuhe. Schlauer Luis. Handschuh auch nass. Mein Gott. Wieder Profi am Werk. Jetzt schieben wir das gute Stück mal raus. Das ist mal ein bisschen abtrocknet. So.
So, super. Bin komplett nass. Aber zumindest mein Baby wieder ein bisschen sauber. Nächstes Mal nehme ich ein Tuch mit. Alles nass, Mann. Doch scheiße. Und jetzt klebt mir genau auf meinem Visier so ein hässliches Viech. Biker Gang, 125er. So, ich fahre jetzt wieder heim. Ich glaube, ich beende jetzt das Video am besten, weil ich habe heute schon wieder so sinnloses Zeug gelabert. Ich wollte einfach euch nur mitteilen, was aktuell Stand der Dinge ist bei mir. Neues Schnittprogramm. Erste Fahrt mit der Protektorenjacke. Wie sind die Spiegel? Also man sieht gar nichts. Sehen aber geil aus. Und eigentlich wollte ich ja noch ein Video bringen, wo ich mein Mikrofon euch vorstelle. Habe ich auch noch nicht geschafft, ein Video zu drehen. Wird aber die Tage kommen. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Kommt drauf an, wann ihr das Video sehen werdet. Haut rein und bis dann. Ciao.